Wenn ihr euch jetzt schon über hohe Lebensmittelpreise aufregt, dann wartet mal ab, was noch kommt. So, liebe Ampel, liebe Özdemir, was machen wir denn jetzt? Getreideabkommen nicht verlängert worden. Es war ja auch absehbar, wenn man am Vorabend des Ablaufens des Getreidedeals die Brücke zur Krim bombardiert, wer auch immer. Es ist noch nicht meine Aufgabe, keine Ahnung, aber es geht mir um Folgendes. Da läuft es raus. Das, was Menschen am Leben erhält. Was machen wir jetzt? Ernsthafte Frage. Warum halten nur wir an der 4% Stilllegung fest? Warum hat die Europäische Union es immer noch nicht verstanden, dass Lebensmittelsicherheit das A und O ist für Wohlstand, aber auch für sozialen Frieden? Wie lange tun wir uns das noch an? Warum begeben wir uns in Abhängigkeit von anderen Ländern, die es nicht so nachhaltig können wie wir? Das muss auch jeder Klimaaktivist verstehen, dass damit doch nichts gewonnen ist. Macht bitte mal eure Scheuklappen ab und setzt den gesunden Menschenverstand ein. Und noch was, das geht an meine Berufskollegen, aber auch an jeden Bürger in diesem Land. Euch ist allen noch gar nicht klar, was dieser European Green Deal für uns alle bedeutet, nicht nur für die Landwirte. Die Landwirte, die sind diesen ganzen Bullshit zu 100 Jahren gewohnt. Aber, liebe Berufskollegen, ihr habt noch nicht verstanden, was auf euch noch zukommt. Ihr werdet alle staunen. Es gibt nur eine Handvoll von Leuten, die genau wissen, was dieser Green Deal, diese Farm-to-Fork-Strategie für uns alle bedeutet. Aber auch für euch Bürger. Warum ist die Ware denn so teuer? Warum haben wir denn die höchste Inflation der Welt hier bei Lebensmitteln gerade? Ja, das ist doch lächerlich. Warum haben die Spanier 1,9% Inflation? Nicht vor allem auch daran, dass sie schon seit Jahren, auch jetzt immer noch aktuell, so viel Erdgas von den Russen beziehen wie vor dem Krieg. Komisch. Sogar noch mehr. Aber mir geht's um einen Punkt. Wenn ihr euch jetzt schon über hohe Lebensmittelpreise aufregt, dann wartet mal ab, was noch kommt. Und liebe Bauern da draußen in Deutschland und in Österreich, aber auch meine holländischen Freunde, die haben es verstanden. Ihr werdet noch alle kotzen. Und alle, die Land verpachten, ihr werdet auch alle kotzen, weil die Flächen nichts mehr wert sein werden. Das sage ich euch jetzt schon. Und dann sind wir abhängig von anderen, die Lebensmittel produzieren, so wie ihr es alle nicht da draußen wollt. Und vor allem die Abhängigkeit. Die wird die Preise nur in eine Richtung treiben. Nämlich nach, genau,